Okay, es ist ein Date. Villa in Sunset. Sieht aus, als ob er dringend irgendetwas braucht. Und was willst du hier? Also ich suche nach jemandem namens Annie. Ist sie da? Woher kennst du Annie? Oh, ich könnte dich reinlassen, wenn du was für mich tust.
Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Ich musste wichtige Dinge dort lassen. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Ehering. In dem halbfertigen Haus. Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schachtel. Okay, ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das Graffiti. Okay, Lady. Abgemacht. Thank you.
Diese Stadt ist voller Arsch. Ihr seid dran, Jungs! Alles. Wow, du hast alles. Reich alles hier durch, damit ich es mir ansehen kann. Oh wow, der ist von meinem Mann. Er ist tot. Und meine Ausrüstung. Du bist okay. Hier, warte. Ich mach die Tür auf. Sie ist irgendwo da oben im Funkturm. Sie am besten selbst. Es lebt noch. Hey, ich will hier raus. Alles zu seiner Zeit, Bruder. Bist du Freund oder Feind? Hey, halt, halt, halt. Ich kenne den Kerl. Hi, Annie. Was tust du hier, Nick? Ich wollte fragen, ob du mit mir nach Ingleton kommen würdest. Da ist was, was du sehen solltest. Verstehe. Du willst mich dem Kerl ausliefern, der mich sucht. Oh, dazu hat er keine Chance. Das wird nicht passieren. Mit Raten machen wir kurzen Prozess. Moment. Er ist okay. Ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat. Woher wissen wir, dass wir ihm trauen können? Wir haben ein Flugzeug. Wir reparieren es. Und brauchen Benzin. Red, das wäre die Chance. Halt, halt, halt. Lass es mich beweisen. Nick, das ist Red. Er fühlt den Widerstand an seit... Ich bin Realist, Nick. Apropos... Könnt ihr mir beim Suchen helfen? Vielleicht kommen wir gemeinsam hier weg. Ja, ich kenne Leute, die Benzin haben. Aber sieh mal, Nick. Die Regierung macht alle Überlebenden kalt, die sie finden. Sie retten sie nicht. Wenn du also ein paar Dinge für uns erledigen könntest, geh Ausrüstung verbrennen, Funkgeräte kurz schließen, Kameras ausschalten. Tust du's, dann haben wir einen Deal. Würden sie echt so weit gehen? Vielleicht musst du auch Realist werden, Nick. Gut, wir haben einen Deal. Du hättest auch keine Wahl.